Wie leben die Deutschen und wie sind sie wirklich? Deutschlandlabor. Hallo, wir sind Nina und David vom Deutschlandlabor. Wir beantworten Fragen zu Deutschland und den Deutschen. Heute geht es um das Thema Wohnen. Wie wohnen die Deutschen und gibt es die typisch deutsche Wohnung? Durchschnittlich wohnen in Deutschland 2,2 Personen in einem Haushalt. Viele Menschen leben alleine, besonders in den Großstädten. Statistisch gesehen lebt eine Person auf 43 Quadratmetern Wohnraum. Die Mehrheit der Deutschen wohnt zur Miete. Nur 43% besitzen eine eigene Immobilie. Was ist den Deutschen an einer Wohnung wichtig? Nina und David fragen in der Stadt mit den teuersten Mieten Deutschlands nach. München. Was ist typisch für eine deutsche Wohnung? Licht. Eine gut ausgestattete Küche. Viel Holz. Altbau. Und was ist für Sie das Wichtigste in Ihrer Wohnung? Mein Bett. Dass ich meinen eigenen privaten Raum habe. Eine Badewanne. Für jeden ist in der eigenen Wohnung etwas anderes sehr wichtig. Natürlich haben die meisten einen Fernseher in ihrem Wohnzimmer und ein Bett im Schlafzimmer. Manche haben auch ein Arbeitszimmer. Und natürlich hat jede Wohnung eine Küche. Viele Deutsche wohnen in Einfamilienhäusern. Die Menschen richten ihre Wohnung gern schön ein. Dazu muss man aber auch das Geld haben. Und viele Deutsche haben Haustiere. Also, manche haben gern helle Wohnungen mit großen Fenstern, andere haben gern Holz in der Wohnung. Anscheinend gibt es keine typisch deutsche Wohnung. Jeder wohnt so, wie es ihm gefällt. Aber wir fragen jetzt jemanden, der sich mit Wohnungen richtig gut auskennt. Die Wohnexpertin Andrea Heppe gibt Tipps, wie man sein Zuhause gut einrichten kann. Die Deutschen sind ja gerne zu Hause. Wie macht man denn eine Wohnung gemütlich? Ja, die Deutschen sind sehr gerne zu Hause, besonders in der Küche und im Wohnbereich. Wer es gemütlich haben will, der nimmt eben halt sehr viel Holz. Ja. Da werden viele Stoffe verwendet. Das ist abhängig von den Farben. Warme Farben zu nehmen, dass es gemütlich wird, vielleicht zur Dekoration viele Kissen zu nutzen. Ein gemütliches Wohnzimmer und eine schicke Küche. Das mögen viele. In München sind die Mieten sehr hoch. Und eine gute Wohnung zu finden, ist extrem schwierig. Nina und David suchen eine Wohnung und hängen in der ganzen Stadt Zettel auf. Sie haben großes Glück. Für eine Drei-Zimmer-Wohnung wird ein Nachmieter gesucht. Genau das Richtige für eine Wohngemeinschaft. Schön. Ja, schön hier. Und Sie suchen einen Nachmieter? Ja, genau. Wie groß ist denn die Wohnung? 68 Quadratmeter. Und wie viele Zimmer hat die Wohnung? 3 Zimmer, Küche und Bad. Okay. Dürfen wir uns die Wohnung mal angucken? Ja, natürlich. Die Wohnung gefällt den beiden. Aber sie sind leider nicht die einzigen, die sie mieten möchten. Nina und David müssen ein paar Fragen beantworten. Was machen Sie beruflich? Ich studiere noch. Und ich arbeite als Journalistin. Ja, okay. Ja, es gibt andere Interessenten, aber ich werde Kontaktdaten an den Vermieter weitergeben. Vielen Dank. Das wäre schön. Ja. Alles gut. Klar, gut. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Wir haben die Wohnung leider nicht bekommen, aber sie war auch sehr teuer. Ja. Wahrscheinlich verdienen die neuen Mieter auch viel mehr Geld als wir. In vielen großen Städten sind die Mieten sehr hoch. Aber es gibt auch genug Leute, die das zahlen können. Für Studenten ist es viel schwieriger, bezahlbare Wohnungen zu finden. Ich habe uns 2 Kissen mitgebracht und wir machen es uns jetzt im Labor gemütlich. Okay.